So, wir sind wieder zurück mit der I Am Sydney und zwar G2 gegen MVP PK, auch einer der Teilnehmer der ESL Pro League, der Finals. Die haben sich über das Qualifier durchsetzen können, genau wie Greyhound. Tja, und die müssen jetzt gegen ein etwas geschwächtes G2 antreten. Die haben es nicht geschafft. Keine gute Season bisher von ihnen. Der Wechsel mit Mixwell hat noch nicht wirklich gefruchtet. Auch in der Runde fruchtet erstmal gar nichts, weil da schießt MVP einfach nur um. Aber sowas von. Und am Ende, hier auf Inferno, brennt überhaupt nichts an. Also die asiatischen Teams überzeugen doch bisher ganz gut bei diesem Turnier. Zumindest in der Runde zeigt MVP, dass sie auf jeden Fall hier mitspielen wollen. So, damit natürlich auch noch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag. Wir müssen leider auf den Co-Caster verzichten, da wir leider den Cleanfeed nicht synchron bekommen. Tja, so ist das manchmal im Leben, ne? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Aber ich denke, wir können trotzdem eine schöne Zeit verbringen. Genau wie Apex gerade eine schöne Zeit mit seiner Deagle da sucht. Und damit heißt es für MVP, auch dieses 1-0 erstmal zu verteidigen. Inferno war ja immer eine Map, wo ich sagen würde, G2 halt mal top, mal flop. In vielen Situationen eher flop. Und ich denke, für MVP gibt es sogar gute Chancen, die Partie zu holen. Dafür müssen sie aber treffen. Und wir wissen, dass Asiaten im Allgemeinen ein sehr gutes Aiming haben. Nur es fehlt halt allgemein, ja, an den Erfahrungswerten, die man halt im professionellen Counter-Strike gerne sammeln möchte. Ist halt nicht so leicht. Jetzt vielleicht durch die Pro League wieder was anderes, dass man halt auch den asiatischen Teams etwas mehr Zugriff auf den Top-Markt der Counter-Strike-Teams geben möchte. Und auch hier für MVP auf jeden Fall eine Plattform, wo sie sich dann halt auch beweisen können. Vielleicht reicht es ja sogar für die Qualifikation der Playoffs. So, damit das 2-0. Geht halt direkt wieder los. Mit der Situation, dass wir bei G2 erstmal den Versuch sehen, irgendwo einen First Pick zu bekommen, aber MVP hält hier sehr gut dagegen. Direkte Nate unten gegen Kenny S und Mixwell, die halt auf 26 und 24 HP direkt runtergebombt werden. Claw und Singh machen da direkt zu. Tja, und so geht die Runde auch sehr schnell für G2 erstmal den Bach runter. Ja, man darf, wie gesagt, im Aiming diese asiatischen Teams nie unterschätzen. So, in der Runde sieht das auch ganz gut aus. Und könnte sogar die Flawless werden. Wenn der Spanier nicht nochmal irgendwo eine Lücke findet. Ja, und HSK hat da keine Probleme. Zieht die letzten AP zusammen mit Solo ab. Tja, und damit ist es die dritte Runde. Also, man spielt solide runter. Und zeigt hier auf jeden Fall, dass man direkt G2 am Anfang in Probleme bringen könnte. Wenn ich mal ein Team, was mehr auf der CT-Seite jetzt mal zeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Tja, für G2 geht die Reise jetzt los. Direkt Kenny S an die AWP. Hat auch ein bisschen gut Geld auf die Seite gelegt. Ja, und G2, wie gesagt, die sind ja auch so ein bisschen im Wandel. Das kommt ja auch hinzu. Hat jetzt mit NBK einen neuen Ingame-Leader. Hat sich ja von Shox getrennt, hat Mixwell dazu geholt. Möchte da auch ein bisschen was umstellen. Neues taktisches System einbringen. Und wie gesagt, das braucht vielleicht auch Zeit. Das darf man halt nie vergessen. Trotzdem, der Druck wird dann natürlich auch für CSGO Frankreich immer ein bisschen höher. Weil es zurzeit kein wirkliches Team haben, was performt. Envy performt nicht. LDLC kannst du vielleicht auch noch dazu zählen, die auch schon sehr gesplittet sind. Aus verschiedenen Ländern. Also fast
kann man schon eigentlich fast sagen, international. Zählt da immer noch Belgien dazu. Ja, auch Skün dazu gehört. Aber da läuft zurzeit nicht so wirklich für die Franzosen. Tja, alle Hoffnungen liegen auf G2 und NBK, der bekommt erstmal einen guten Ding auf 26 HP runter. Apex reißt so ein bisschen die Mitte auf. Claw wartet da immer noch in der Ecke. Das war eigentlich das Bait-Setup. Oh, und das könnte hier nochmal aufgehen. Da stehen sie aber wunderbar in einer Reihe. Der räumt einfach nur mit der MP9. Sehr, sehr kritisch für G2 ab und Apex auch noch mit 22 HP. Also da gibt es sogar noch einen Headshot hinterher. Und sie haben immer noch den Spieler im Pitch stehen. Wenn der das Duell gewinnt, dann sieht die Runde super gut aus. Seth ist aber schnell genug da. Plus, dass Solo über lang kommt. Und schon hat G2 ein Riesenproblem, weil Body nur noch 7 HP hat, Apex 22. Der will sogar noch Richtung Graveyard kommen. Das ist natürlich für Solo gefundenes Fressen. Body hat den Einspiel Richtung kurz gesehen. Weiß aber, da wartet immer noch einer Richtung lang. Und er muss halt irgendwo das Duell eingehen. Body zieht einfach rein. Geht mit Spray Control fast sogar nochmal auf Seth drauf. Und kann das Duell am Ende für sich entscheiden. Nein, Seth gewinnt es. Und Seth holt das 4:0 für MVP. Da hat der Koreaner aber ein sehr gutes Timing gefunden, wie er da um die Ecke zieht. Ja, Body versucht da nochmal gegenzuhalten, aber es reicht am Ende nicht. Zu viel Schaden da Richtung lang verteilt. So, und was hat G2 jetzt vor? Klar, sie haben einen Plant bekommen. Das kann nochmal investiert werden. Und zwar in Full Kevlar und CZ. Und auch ein paar Granaten hat man dabei. Der Setup eher wieder auf lang ausgelegt. Also man hat wieder einen in der Ecke positioniert. Hat ja eben schon funktioniert. Jetzt gegen G2 vielleicht mal die schlechteste Wahl. Direkt der Molotov nochmal hinterher. Das heißt, für G2 gibt es ja erstmal kein Weiterkommen. Baut jetzt mit NBK für die erste Smoke auf. Nochmal eine Counterflash. Also man weiß ungefähr, wo die Reise hingeht, besonders weil man schon super viel Kontrolle Richtung Banane hat und Klo wartet halt wieder in der Ecke und das ist Nummer 2 und NBK rennt vorbei. Solo kann weiterhin mit der AWP alleine erstmal die Banane verteidigen, überlebt mit 2 AP, muss sich aber jetzt zurückziehen. Dank des Molotovs kommt er da auch nochmal erst ohne weitere Probleme raus und hat nochmal seine Chance hinten aus dem Dark. Dann schauen wir mal. Die Granaten werden halt extrem gut für Blocks eingesetzt bei MVP. Und jetzt abdrücken. Da könnte jeden Traum erfüllen. Ja, er steht natürlich so ein bisschen um die Ecke. Solo macht halt mit 2 AP nochmal den Frag. 3 gegen 2 Situation, die Bombe ist getroppt. Da muss G2 erstmal rankommen. Ah, Klo traut sich nicht durchzugehen. Er wartet auf sein Mate. Jetzt macht man es gemeinsam. Plus eine Flash, die nicht wirklich gut ankommt. Aber Sinjin kann das da ganz gut ausnutzen. Claw hat jetzt beide Spiele auf dem Schirm und G2 spielt es runter. Da kommt er nicht mehr schnell genug um die Ecke. Kleiner Fail mit der Flashbang. Macht man sich das Leben eher etwas selber schwer. Ja, nächste Runde. Ja, und MVP wird so ein bisschen angekratzt an ihrer Economy. Ja, Mixwell wird jetzt mal in die Page geschickt, um für sein Team den Raum zu öffnen. Ja, steht auch so bereit, dass man Mixwell halt erstmal nach vorne schickt. Versucht die Eröffnung zu finden. Dass das Team da halt direkt nachziehen kann. Hat aber sozusagen auch die Option offen, auf einen explosiven Push zu bauen. Ja, und B sind sie bisher ganz gut durchgekommen.
So, Apex findet auch direkt die Eröffnung. Damit hat man Solo ausgeschaltet. Man weiß natürlich, dass der Gegner auch nicht wirklich viele Granaten haben kann. Außer er setzt halt auf SMGs. Die Bombe direkt gelegt, Banane. Können sie auch weiter unter Kontrolle halten, weil MVP sogar versucht, vollständig über die CT-Seite zu kommen. Das wird aber gut abgefangen. Also da kann MVP eigentlich auch schon direkt safen gehen. Und die Koreaner erstmal ohne eine weitere Runde. Da wird aber von Mixwell nochmal ordentlich durchgegast. Han G2. Der Liebe zu ihrem Geld, wenn sie auch safen. Damit holt sich G2 die nächste Runde. Ist dann auf einem guten Weg, auch den Anschluss zu finden. So wie es aussieht, werden wir die erste Pause sehen von den Koreanern. So, 4 zu 2. Also, G2 im Waffenvorteil. MVP kann nochmal durch die drei gesaveten Waffen nachkaufen, was das Zeug hält. Das reicht natürlich nicht für den Besten bei. Ich muss da halt jetzt mit sehr wenig auskommen. Das ist natürlich eine perfekte Gelegenheit, wie schon erwähnt, für die Franzosen direkt wieder eine Anschlussrunde zu finden. So, Flashbang kommt rein. Schaden wurde schon ganz gut verteilt. Die Granaten werden auch langsam knapp bei MVP. Solo versucht jetzt wenig Solo in der Banane da Schaden zu machen. Ah, traut sich aber zu weit nach vorne. Ja, das nimmt G2 gerne an. Also da hat er sich komplett verzettelt. Zumindest kommt hier der Refrag. Und damit ist es Body erstmal Geschichte. Aber für G2 wird es wieder auf B drauf gehen. Er versucht dann nochmal den Shoulder Peak anzusetzen. Kleiner Spreefire da von Apex nach oben. Aber es sind halt nur die UMPs, die hier noch in der ersten Reihe rumtanzen. Und die ist bei Seth. Fast schon wieder die Situation, dass du sagen könntest, okay, 4 gegen 4... Willst du das riskieren? Willst du da nochmal durchgehen? Auf jeden Fall, diesmal kommen die beiden Flashbangs an. Nicht zu kurz reingeflogen. Und das gibt G2 nochmal ein paar Probleme. Also da kommen sie nochmal ins Schwitzen. Besonders, weil Xingjin da von der Seite kommt. Sie stehen zu dritt Richtung Side. Self macht da gut Schaden. Damit kann Xingjin da nochmal von der Seite eingreifen, das 1 gegen 1 bekommen. Und das ist nur noch Mixwell. Und Mixwell passt auf. Und die Runde geht ganz, ganz knapp an die Franzosen. Das ist die Anschlussrunde für G2, die sie brauchen. Und damit schicken sie MVP auch endlich in die Eco bzw. in den CZ bei.
Oh, geht jetzt über die Mitte. Muss natürlich ein bisschen aufpassen. Durch das MVP jetzt auch ein bisschen User-Bonus hat. Erstmal schon die Ecke da auseinandergenommen. Muss man eigentlich damit rechnen, dass gegebenenfalls irgendwo die CZ stackt. So, Apex schon über lang durch. Farmt sich jetzt noch ein bisschen Geld zusammen. Im Endeffekt bringen sie es gut unter die Kontrolle mit einem Molotow und einem guten Backstab von Apex. Erstmal halt direkt die Information des einen Spielers, der da gestorben ist, verarbeiten kann. So, das ist das 4 zu 4. Also, für die Jungs von G2 sieht es doch schon etwas rosiger aus als zum Start der Partie. So, direkt dagegen Molotow. Oh, oh, da muss man gut fressen bei Seth. 28 HP, einmal angebrannt, plus eine Granate. Ah, das tut weh. Das gleiche gilt aber auch für G2. Seth überlebt dann mit einem HP, bekommt nochmal das Backup, dass sie da gemeinsam rauskommen. Und das ist sehr interessant. Sie machen eine Doppeldeckung Richtung Haus, aber mega aggressiv. Oh mein Gott, NBK mit dem Spray des Todes. Da kann HSK überhaupt nichts machen. Oh mein Gott, war das gut geprefired. In die Ecke. Natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber wenn du Gold richtig. So, für G2 soll es wieder Richtung B drauf gehen. Seth wartet oben auf der Box. Mit einem HP hat er da auch nicht mehr viel zu melden. Er kann halt jetzt mit gut Glück da noch vielleicht ein oder zwei rausnehmen. Der erste Pass kommt nochmal hinter die Box. Smoked sich ab. Damit ist er bekannt. Kenny es zieht einfach rum. Und die Runde ist so gut wie vorbei. Da könnte MVP fast schon wieder safen gehen. SickJin hat da zwar noch ein paar Granaten dabei, aber der ist meilenweit entfernt. Und sie haben immer noch Body als Backstepper dabei. Der setzt an. Passt doch wunderbar bei G2. Bisschen verschlafen in die Partie reingekommen. Aber am Ende nehmen sie genau den Spieler raus, der halt nur das Equipment hatte. Und dann ist es halt noch NBK, der da ist. Also, das 4 zu 5. Es ist die Führung für G2. Und MVP läuft weiterhin ihrem Geld hinterher. So, schauen wir mal. G2. So ein bisschen confidenter unterwegs. Wieder Richtung Mitte. Eigentlich die Idee von MVP, dass das Setup da Richtung Stairs und close an der Tür Richtung Balkon oder beziehungsweise Richtung Hausmeister da aufzubauen. Finde ich eigentlich ganz cool. Sieht man wirklich sehr, sehr selten. Aber in dem Fall MBK einfach einen Schritt voraus, indem er durch die Wand prefiert. Was super lucky war. Oh mein Gott, so ist das manchmal. So bricht halt für MVP auch die Runde schlagartig zusammen. Und dann ist es sogar noch die Flawless Round. Also, G2 ist jetzt da angekommen, wo sie hingehören. Und zwar als Favorit in dieses Match. Und jetzt kommt die taktische Pause vom MVP. Sie sind als Favorit hier im Match. Sie wurden eingeladen, nachdem Navi kein Visum bekommen hat. So, und das heißt für sie, als Ersatz sind sie hier angetreten und haben gute Chancen, meiner Meinung nach, wenn sie sich zusammenraufen, haben sie sehr gute Chancen, sich sogar zu qualifizieren. Aber dafür muss es passen. Das Gute ist, man muss G2 gut halten, dass sie halt in Gruppenphasen immer absolut aufdrehen. Und sobald es in die Playoffs geht, halt komplett reinscheißen. Ja. So, und das könnte G2 hier heute endlich mal überwinden. Wenn sie es dann schaffen, in die Playoffs zu ziehen.
und da dann performen. Da können sie uns alle eines Besseren überzeugen, aber G2 hat zurzeit eigentlich nicht wirklich jeder auf der Rechnung. Wie gesagt, die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht so geil. So, Mixwell. Aber nach vorne. Direkt der zweite Headshot hinterher. Zumindest passt das Aiming. Da lässt man sich von MVP erstmal nicht lumpen. So schön, wie die Runde angefangen hat für G2, wird sie wahrscheinlich auch zu Ende gehen. Wenn sie Glück haben, sogar noch flawless. Nee. Nicht ganz. Aber trotzdem wird man auch nicht mehr auf die Jagd gehen, die Bombe zu defusen. Selbst Schaden bringt ja nicht wirklich viel. Weil die G2 so viel Geld hat, können fast darin baden. Ja, das ist 4 zu 7, also G2. Wie gesagt, nach dem etwas verschlafenen Start lässt man hier nicht mehr wirklich viel anbrennen. Traut sich nicht auf Doppel-AWP zu gehen. Das ist absolut in Ordnung, es klappt auch ganz gut gerade. Mit den Rifles. Auch in letzter Zeit mal gesehen. G2 halt war immer eins der Teams, die auf T-Seite einfach mal die Doppel-AWP ausgepackt haben. So, MVP läuft weiter in ihrem Geld hinterher. Bei Safe sehen wir nur wieder eine UMP. Da reicht es halt einfach nicht großartig rein zu investieren. So, und damit heißt es jetzt für G2 erstmal der Spotwechsel. So, geht Richtung A diesmal drauf. Body nimmt das Haus ein, zwingt den Spieler auch direkt Richtung Pit zurück. HSK wartet diesmal mit der AWP eher sehr, sehr defensiv. Sie haben immer noch die Lücke Richtung Lang, die jetzt vom Glow geschlossen werden muss. Vielleicht glüht er auch gleich mal die AK, um ein paar Frags Richtung Lang zu holen. G2 macht nur Druck in der Mitte. Auch ein sehr, sehr typisches Mittel, dass man halt Kenny S. in eine gute Position reinbringen möchte an der AWP. Damit hat man den Gegner auch wieder unter Kontrolle und fast schon, ja, der willkommene Schritt Richtung B zu gehen. Oder zumindest es als Fake aufzuziehen. Sie können sogar zwei Spieler Richtung B festhalten. Sijin wartet immer noch oben in der Ecke. Kann sogar nochmal das Ganze dodgen. Claw hilft nochmal eine Schippe aus, aber das reicht nicht ganz. Und Sijin, oh, der wird nochmal angeschossen. 4 gegen 3 Situation, das wurde gehört. Somit legt man die Bombe auch sehr, sehr defensiv. Gerade so passt das noch. Solo, wie will er da rauskommen? Das ist das große Problem für ihn. In der Mitte wird auch nochmal Seth versuchen, eine Aktion zu treten und das Duell gegen Apex zu gewinnen. Aber werden sie auch wieder safen. Also nachdem sie den Push da von G2 nicht aufhalten können, heißt das für sie wieder Geld sparen. Ja, und so viel Geld wie NBK und Co. haben, kann man gerne auch mal die eine oder andere Waffe handeln gehen. So, nur der schwitzt da schon. So, 4 zu 8.
Es geht nach vorne. Und G2 zieht direkt wieder das Tempo an. Ah, nochmal hinterher. Apex, erstmal im Alleingang. Eigentlich das, was Mixwell gerne macht, macht jetzt hier erstmal der Apex. Damit haben sie den Raum eingenommen. Hand MVP kommt überhaupt nicht mehr in die Partie rein. Also die Tour an jeder Ecke finden sie das erste Duell und gewinnen dieses auch. Damit hat Solo da nochmal eine nette Position, aber die Smoke fadet auch irgendwann und Mixwell gewinnt auch dieses Duell. Zumindest Claw nochmal den Refrag. Bombe ist aber schon Richtung A unterwegs. Zumindest kann man die beiden Spieler Richtung B dann auch festhalten. Aber das wird nichts mehr. Da wird man direkt safen gehen. Tja, und damit heißt es für G2 Runde Nummer 9. Es bewegt sich langsam auf die Double Digits zu. Und G2 wieder auf Jagdfreude. Guckt euch das Geld an. Das Geld ist halt so hoch. Da sind drei Leute am Cap und einer kurz davor. So, Apex direkt mit dem Prefire. Das ist halt der gelöschte Molotow. Der gelöschte Molotow. Apex halt mit 14,9 mit einer ADR von 102. Das ist schon krass. So, und danach sind wir mit dem BO1 zu Ende. Dann geht's ins BO3. Also. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben heute noch ein paar Spiele. Und wieder die Öffnung. Also MVP kriegt überhaupt gerade nichts auf die Kette. So. Wieder geht's nach vorne, diesmal überlang. So, Apex direkt super mutig auf den Refrag gegangen. Und Solo versucht er ihn irgendwie auszuspielen, aber MBK spielt das ein Ticken schlauer. Ja, 3 gegen 3 Situation, vielleicht für Xinjin da nochmal die Chance. Kriegt jetzt das Backup von Klo. Sie nehmen es aber immer noch nicht auseinander. Jetzt ist es Xinjin, der von der Seite eingreift. Wo hat sich Apex da durchgeschlichen? Der ist Richtung Spot angekommen. So, er plant die Bombe eher in der sehr interessanten Position, sieht man nicht so oft. Jetzt ist die Situation vor sich, dass er halt zwei Duelle auf einmal hat. Und am Ende kann das MVP für sich entscheiden. Auch wenn da G2 viel mit der Brechstange arbeitet und viel halt auf individuelle Sachen versuchen, irgendwo gemeinsam rumzugehen in Apex, alleine durch die Smoke, wo er versucht, direkt den Refrag auch zu holen. Das ist viel individuell gespielt, aber irgendwie scheint es auch bei G2 dann auch am Ende zu funktionieren, dass man hier auf 9 Runden kommt. Bisher. So, tänzelt da nochmal durch die Smoke. Und am Ende wird hier NBK auch rausgenommen und das war dann auch der Erfolg der Runde. No. 5:9, letzte Runde der Halbzeit Nummer 1 hier auf Inferno. Das sieht nicht gut aus. Da muss Han Solo sterben. Hat er jetzt nicht gesagt. Na, ich hoffe, ihr habt noch nicht Star Wars gesehen. So, Seth aber mit der zweiten AWP schon rübergezogen. Damit zumindest ist der Double Frag. Also, das passt soweit. So, aber da ist immer noch Apex. Oh Gott! Der war von Kenny S. Man hat fast gedacht, da wäre Apex drauf gewesen. Das Backup ist da. Ist die letzte Runde. Das heißt, es muss geretaggt werden. Kostet es, was es wolle. Um nochmal eine Chance zu haben. Aber boah, die macht von hinten schon wieder dicht. Sie haben wieder die Probleme mit einem Backstepper. MVP findet keinen wirklichen Fuß auf diese Map und in diese Partie. So, und dann war's das.
5:10, die Halbzeit geht eindeutig, sehr, sehr eindeutig an die Jungs von G2. Also, wir sehen uns gleich wieder. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. In 2 Minuten sind wir wieder da. Bleibt dran. Bis gleich. Lachende, freudige Gesichter bei G2 Esports. Nach der Halbzeit kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Wir sehen immer noch die Statistik. 57% der Matches konnte man gewinnen, 17 aus 30. Ja, da erwartet man natürlich auch von einem G2 ein bisschen mehr, meine lieben Jungs und Mädels. So, jetzt gibt es auch noch Ton. Und damit geht's weiter. 5:10. MVP. Vielleicht mit dem Rücken gegen die Wand? Wir wissen es noch nicht. Das wird sich jetzt hier zeigen nach der Pistol Round. Und da hat man sehr viel Equipment dabei. 2 Leute mit Granaten ausgestattet. 3 Leute mit Kevlar. Bleibt aber komplett auf Clocks. Da wird keine P250 oder sowas rein investiert. Bleibt direkt auf der Standardpistole. So, Sijin da wieder so ein bisschen unterwegs Richtung Apps. So. Und damit geht's nach vorne. Beide Smokes werden eingesetzt. MPK Lunz da nochmal drüber. Seth gibt auf jeden Fall einen netten Headshot. Damit hat man den Spot eingenommen. MPK wird in den Retake gezwungen mit seinem Team. Damit geht's wieder nach vorne. Mixwell hilft nochmal ein bisschen aus. Der kann zumindest den ersten Spieler rausnehmen. Das ist Solo. Aber sie haben da ein gutes Kreuzfeuer und die Banane fällt. Das heißt, sie haben bei G2 nur noch über 2 Seiten
den Druck, den sie aufbauen können. Sie müssen halt auf jeden Fall die Banane ausschalten und halt dieses Bolzer, was unten Richtung Banane und unten am Pool aufgebaut ist. Und da setzt Kenny S. gut nach. Die Bombe liegt einigermaßen für die Jungs von G2. Besonders, weil Kenny S. dann super Backup gibt. Und am Ende hat NBK das Dev-Kit dabei. Das Dev-Kit macht das Leben auf jeden Fall nochmal etwas leichter. So, 5 zu 11 für G2 natürlich der perfekte Start in die zweite Hälfte. Besser geht's ja gar nicht. Und ich muss leider meine Argumentation, dass asiatische Teams manchmal krass sind im Drücken, muss ich hier gerade so ein bisschen zurücknehmen, weil G2 drückt hier gerade einfach mal doppelt so krass zurück. Die finden halt überhaupt nicht in die Partie rein. Also, ich bestärke natürlich weiter meine These, dass asiatische Teams gutes Aiming haben. Im Normalfall. Aber bei MVP sehen wir das gerade gar nicht. Zumindest in der ersten Hälfte. Es ist einfach so gut gespielt von G2. Als würden die hier einfach nur frühstücken. So, schauen wir weiter. 5 zu 12 für G2 wirkt das doch... Ah, gerade hier alles etwas leicht. Alles etwas leicht. Federleicht. So, G2 macht erstmal eine Bonusrunde. MVP mit dem ersten Buy. Ja, es wäre natürlich noch besser, wenn G2 jetzt diese Runde gewinnt. Am besten noch genug Mannstärke durchbringen, dass sie auch von der Bonusrunde ganz gut leben können. Vielleicht die eine oder andere Waffe dem Gegner noch abnehmen. Wäre das natürlich perfekt. So, MVP baut Richtung Banane auf. Ist wieder Sinjin da alleine in der Mitte stehen. Und er soll erstmal Stress machen. Dadurch natürlich auch gegebenenfalls eine Rotation finden, die er abfangen kann. Apex geht da sehr weit nach vorne. Wo ist die Flashbang? Oh, die Flashbang, die kommt einen Tick zu spät. Trotzdem kann der NBK mit Apex mehr als genug Schaden an der SMG machen. Kriegen die Bombe geplantet. Das sind zwei Leute, die sie durchbringen. Und Claw hat nur noch 28 HP. Und Xingxing war noch nicht mal in dem Duell drinne. So, Mixwell steht schon bereit. Das ist dann zu leicht. Claw traut sich da zu weit nach vorne. Und das ist eine super Bonusrunde für G2. Das ist das 5 zu 13. Da wird nochmal ein bisschen geupgradet. 3 AKs. Tja, mit der Runde kann man auf jeden Fall leben. Dass Apex und NBK da halt drei Leute rausnehmen, plus noch einen immensen Schaden am vierten Mann verteilen. Ah, das spricht schon so ein bisschen für die Partie. So, und damit geht's nach vorne. Keine Kevlar dabei, da rennt man einfach nur das Kreuzfeuer der Franzosen. Ja, das ist mehr als genug Schaden und dann steht Mixwell noch als dritter Mann bereit in der Banane. Und MVP hat hier überhaupt nichts zu lachen. 5 zu 14. G2 tritt hier als ein Team auf, das auf jeden Fall gerade gut zurückschießt.
So, heißt natürlich für sie, neue Runde, neues Glück. Vielleicht nochmal mit der Runde die Möglichkeit, in die Partie zurückzukommen. Konzentriert wieder auf die Banane. Also wie gesagt, bei MVP ist man halt überhaupt nicht in der Partie drin. G2 gibt ihnen keine Möglichkeiten, irgendwas auszuprobieren. Wunderbar geblockt von NBK mit seinem Mate zusammen. Und zwar mit Apex. Ah, soll nicht sein. Kommen halt wieder auch kein Zentimeter nach vorne. Sehr vielleicht jetzt mal mit der Möglichkeit, hier eine Öffnung zu finden. Da kommt direkt eine Block-Smoke. Und das heißt, die Träume sind auch erstmal zerstört. Aber vielleicht für MVP sogar die Chance, gemeinsam jetzt einen B-Execute nochmal aufzubauen. Weil das ist ein Zeitfenster, was G2 nicht zu Informationszwecken nutzen kann. Ja, das verschwindet aber jetzt langsam. Und dann steht Apex halt bereit. Kleiner Misstep da von Seth. Plus nochmal eine Smoke hinterher. Solo versucht jetzt einfach durchzurennen. Irgendwie Richtung CT auch reinzukommen. Und das gelingt ihnen. Zumindest ist man Richtung Baum nach vorne gekommen. Muss aber die beiden Spieler Richtung Side besiegen, die gerade in dem Kreuzfeuer stehen. Die ist aber abgeblockt, indem man dann eine Smoke reingeschmissen hat. Aber da ist die Banane schon da. Und dann war's das. Also, auseinandergenommen einfach nur. MVP wird hier einfach nur gerupft. Wie ein Huhn. In allen Punkten ist hier G2 besser im Aiming. Wenn es darum geht, taktisch aufzuspielen. Das Einzige, was mir gut bei MVP gefallen hat, müssen wir einfach mal ansprechen, sind halt die Granaten, die doch zumindest zum Blocken sehr gut in Show gesetzt wurden. Und so schnell ist die Runde hier vorbei. Da habe ich nicht mal den Satz beendet und G2 ist schon wieder über alle Berge und im Tunnel und will einfach nur diese Partie komplett beenden. Ja, und Glow ist jetzt auch bekannt. Bombe ist gedroppt. Viel Spaß. 3 gegen 1 Situation. Da könnte man vielleicht nochmal bei G2 die eine Runde werfen. Aber warten sie schon zu zweit. Jo, Klon noch mit 34 HP. Nochmal eine Flashbang rein. Er kämpft da um sein Leben. Er will aber auch G2 alles auf eine Karte setzen. Klo denkt auch gerade, er ist wahrscheinlich in PUBG und versucht hier irgendwie als Letzter zu überleben. Aber das wird nichts. KenES packt die Rifle aus, die AWP, und beendet das Ganze. GG, well played! Ja, das war ein eindeutiges Match. Also MVP, ich habe ein bisschen mehr erwartet von MVP, muss ich ehrlich sagen. Besonders am Anfang sah das eigentlich sehr, sehr gut aus. G2 hat aber sehr schnell wieder in die Bahn reingefunden und am Ende war das hier nichts. Absolut gar nichts und einfach in allen Punkten war das französische Lineup dann am Ende auch überlegen, sei es taktisch, sei es vom Aiming her. Aiming war halt irgendwann übertrieben krass, ja? Keine Ahnung, ein bisschen gebraucht, bis sie aufgewacht sind, ein bisschen schleppenden Start gehabt. Tja, und so ist es dann ausgegangen, dass wir G2 hier auf der CT-Seite das Game auch ohne Probleme haben zu machen lassen, oder man konnte sehen, wie sie es zugemacht haben. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, danach sind wir gleich wieder da, aber es gibt natürlich heute noch ein bisschen mehr Counter-Strike. Dafür gehen wir doch gerne mal auf das Bracket. So, und da haben wir natürlich auch wieder ein Duell für euch. Gerade läuft noch Order gegen Legacy. Wir haben als nächstes Spiel Cloud9 gegen Tailu. Also, da dürfen wir uns drauf freuen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer in diesem BO3 am Ende weiterkommt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ups, das war das Falsche. wo haben wir es denn?